und ich erinnere mich auch an fast nichts mehr. Ich weiß nur noch, dass ich und Emilie mussten draußen schlafen, weil es gab nur einen Schlüssel zu unserem Hostel und ja, den hat der Fabian mitgenommen. Und der Mario hat gesagt, Fabian, es gibt nur einen Schlüssel. Und Fabian hat gesagt, ja, ich weiß, aber gib mir jetzt meinen. So, also ich bin auf jeden Fall in der richtigen Stimmung, einen Text zu machen, von dem viele von euch nachher sagen werden, boah, was für ein Käse. Ganz mir heute sehr Wurst. Ich komme ja auch aus Deutschland und Deutschland ist ja, bekannt für Goethe, Schiller und Pegida. Und zumindest Pegida kennt man auch hier. Ne? Pegida, doch, oder? Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlands. Die gehen immer montags spazieren. Ich auch, aber nicht bei denen. Bei denen laufe ich nicht mit. Ich habe meine eigene Bewegung gegründet. Im Moment sind wir noch zu eint. Also ich alleine. Ich hoffe, dass ich so ein paar Anhänger heute hier in Klagenfurt finden kann. Deswegen habe ich den Text gleich so als Mitmachtext verfasst. Und ich möchte euch bitten, ja, ist geil, ne? Wenn ich die Hand so hebe, dass ihr einfach geil schreit, das möchte ich gerne von euch haben. Können wir das einmal üben? Geil! Ja. Sehr schön. Ja, meine Bewegung heißt Käsida. Wir sind patriotische Käsefaschisten gegen die Salamisierung des Abendbrots. Davon handelt der Text. Wir sind patriotische Käsefaschisten gegen die Salamisierung des Abendbrots. Wir nennen uns Käsida. Das Problem ist lang bekannt. Immer mehr Würstchen halten Einzug in das Abendbrot. Genau das ist uns nicht Wurst. Ich hab hier nicht gegen diese armen Würstchen. Aber das Brot ist voll. Da ist kein Platz für Zigeunerwurst. Man denkt doch nur mal an die ganzen armen weißen Hirtenkäse. Oder Väter. Viele von denen sind so wie ich, alleinerziehende Väter. Ich weiß, das ist vielen noch Mozzarella relativ egal. Aber nicht mehr doch. Mein Sohn, der kleine Till, der geht mir lieber von einem kleinen Dreikäse hoch. Der ist jetzt wegen denen den ganzen Tag allein, weil ich mir keinen Betreuer mehr leisten kann. Ich brauche einen Tillsitter. In der Schule lesen sie inzwischen schon Cabanassi und Liebe. Statt Herr Ricotta. Herr Ricotta und der Halbfettprinz, mein Lieblingsbuch. Neben Herr Ricotta und die Camembert des Schleckens. Besuchvolle Schinken, das geht doch nicht. Ich habe nichts gegen diese armen Würstchen, aber meine Cousinen Gorgo und Zola erzählt, dass sie eins von aggressiven Hunden angegriffen wurden. Kommt gerade noch so auf den Baum. Rackletter. Das waren noch aggressive Hotdogs. Doch zum Glück kamen mehr. Bald der Super-GAU da. Ja, Super-GAU da, ja! Ich hab euch Toleranz vergessen. Hab ich jetzt auch schon bewaffnet. Mit ein paar Messern. Ja, mit ein paar Messern. Ich meine, wir müssen doch was dagegen tun. Diese ganzen Rügenwalder und Deutschländer nehmen uns doch die Kühlschrankplätze weg. Deutschländer raus! Diese ganzen Salamisten. Die verwursten unser Abendbrot. Wir müssen auch unsere kirchlichen Werte verteidigen. Aber ehrlich, wir sind und bleiben Käse. Würste müssen weichen. Wir zahlen nur mit Exquisa. Schmiergeld kann man streichen. Bei uns gibt's keine Extrawurst. Weg mit Mortadella. Nur käseweißes Abendbrot, nur Brie und Mozzarella. Denn wir sind Vegetarier gegen Schwarzwurst aus dem Schwarzwald. Und wenn so eine beleidigte Leberwurst herkommt und sich denkt, ich hab's halt, dann sehen wir schwarz und sogar noch schwarzer, weil genau das uns stinkt. Es gibt schon genug Harzer. Ich mein, so ein Harzer gerochen, bah! Ja, aber wenn so ein Hanswurst sagt, das sei nicht tolerant, dann schau uns Käseleiber an, schöne Rinde, tolerant. Doch Wurst ist gänzlich überzogen mit Hautpelle oder Darm, das sieht nicht aus, das ist doch arm und es ist nur wahr, wenn ich sage, wir sind gegen diese Wurstburka. Denn wir sind Halluminati.
Wir beten nur zu Jesus. Wenn euch das nicht passt, dann passiert was Fieses. Dann werden wir euch jagen. Da geht es euch Schlawiner, Würstchen richtig an den Kragen. Da seid euch gewiss, dann ist es nämlich bald Beefy. Hat Schiss. Und drüben bei der Hertha fein, wir hauen rein. Aber mit der flachen Baut, ihr werdet schon sehen, da könnt ihr doch so fliehen. Krakau hat. Dann gibt's richtig Beef. Auf blauen Schimmeln reiten oder fröhlich marschierend auf einem frohen Marsch. Beginnt die Salatkistenschlacht, die Schnitzeljagd, die größte Schnitzeljagd, der geschnetzte, gefetzte, gehetzte, gemetzte, die neue Schlacht bei Salami, oder besser gesagt, der dritte Wurstkrieg. Und ihr, den totalen Brief. Kauft nicht bei Würsten, es gibt nur eine Entlösung in der Würstelbodenfrage, nämlich die totale Vernichtung, und wenn es sein muss, mit Mastermann. Denn wir kriegen euch, und zwar jede junge Blutwurst, jeden alten Knacker, jede grobe Fettige, jeden Fleischwurstfacker. Brie! Brie! Wir sind Kisira, das Abend und wir frei von Wurst auf Frankfurter und Wiener. Käse, du bist unser Heim, wir sind deine Diener. Wurst hat ab jetzt Hausverbot. Das ist bald wie früher. Chibab-Chichi wird platt gemacht, ein Volk, ein Reich, ein Grüher. Und wenn jetzt einer denkt, komm, was soll der Käse? Alter, je vielfältiger und abwechslungsreicher so ein Abendbrot ist, desto besser ist es doch, was soll der Scheiß. Vielfalt ist Reichtum und Käsefaschismus, das ist wirklich was, was keiner braucht. Dann sei hier kurz erwähnt, das ist Pegida auch. Und dabei ist es letztlich egal, ob du Österreicher, Syrer, Fleischesser, Vegetarier, Amerikaner, ja sogar Deutscher, Japaner oder Chinese bist. Der Text hat nur eine Botschaft, nämlich, dass Faschismus immer Käse ist.